Doch zunächst möchte ich jetzt zwei ganz besondere Vertreterinnen unseres Dauergastes Kuba begrüßen. Die Sozialistische Inselrepublik ist nicht ohne Grund jedes Jahr auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz vertreten. Kuba hat es geschafft, über 60 Jahre lang der umfassenden Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade der Vereinigten Staaten Widerstand dagegen zu leisten und trotzdem eine antikapitalistische Gesellschaft aufzubauen und zu erhalten. Das ist einerseits Vorbild für uns und andererseits gilt Kuba unsere uneingeschränkte Solidarität. Seit 2009, die junge Welt hat daher auch die Kampagne Unblock Kuba initiiert. Hier noch einmal das Plakatmotiv. Genau, also alle zusammen, Unblock Kuba. Dankeschön. Es ist schade, dass unser nächster Gast das leider nicht hören kann, aber wir haben eine Grußbotschaft von Aleida Guevara. Die Kinderärztin und Politikerin der Kommunistischen Partei Kubas steht ihrem Vater, dem Revolutionär Ernesto Che Guevara, in nichts nach. Mats ab für Aleida Guevara. Queridos compañeros, para mí Liebe Genossen und Genossen, es ist für mich eine riesige Ehre, dass ihr an mich gedacht habt, für diese Veranstaltung am 28. Mal für die Rosa-Luxemburg-Konferenz statt. Ich hätte sehr gern persönlich mit euch vor Ort über Themen diskutiert, vor denen wir alle im Moment stehen, aber es ist mir leider nicht möglich, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, die in der sind hier zuvor gekommen. Und deshalb haben wir jetzt dieses Medium gewählt, um einen Gruß an alle Genossinnen und Genossen vor Ort zu schicken. Und ich möchte auch Dank sagen dafür, dass zu einem Zeitpunkt, wo mein Vater 98 Jahre alt geworden wäre, ihr an ihn denkt und er präsent ist. José Martí hat uns in Kuba gesagt, wenn die Menschen die Tugenden anderer Menschen anerkennen können, dann haben sie diese Tugenden selbst in sich. Und das ist eine wunderbare Sache. Es ist wunderbar, dass alle zusammenkommen, sich um eine bessere und gerechtere Welt bemühen. Das ist ganz wichtig für das Überleben der Menschheit. Ganz wichtig. Der Kapitalismus zeichnet sich daraus aus, dass er trennt. Und sie kommen zusammen durch ein einfaches Wort, Herr Geld. Weil wir in der Linken leisten uns den Luxus leider, dass wir als Einzelgruppen agieren. Und das ist schwierig, wenn wir eine neue Welt, eine andere Welt aufbauen möchten. Es ist so, dass wir unterschiedliche Meinungen, Ansichten haben können. Wenn man diese aber miteinander diskutiert, analysiert, in einen Kontext setzt, dann werden wir wirklich stark. Und ich freue mich ganz doll, dass ich in diesen Minuten bei euch dabei sein kann. Ein Wirtschaftswissenschaftler aus den USA, ich kann mich jetzt nicht an den Namen erinnern, aber er war sehr klug und er sagte einmal, dass eine Gesellschaft, die Ethik verliert, auch das Recht zur Existenz verliert. Und das ist eine wirkliche Wahrheit. Und leider verliert die Menschheit die Ethik zum Überleben. Es gibt Kriege zwischen Völkern, die Brüder und Schwestern sein könnten. Kriege, die angezündet werden durch Meinungsmanipulationen seitens der USA. Informationen, die manipuliert wird, die Nutzung von Informationen, um ganze Völker, Gesellschaften zu zerstören. Das ist etwas Unerhörtes, das wir in den letzten Jahren
wieder erlebt haben. Man muss sich dagegen stellen. Man muss hier Einhalt geben, denn wir brauchen Frieden. Frieden für die Entwicklung, für das Wachstum, aber einen Frieden mit Würde. Che Guevara sagte immer, dass wir nicht von Frieden sprechen können, wenn es ein Kind gibt, das in der Welt an Hunger stirbt. Wir können nicht von Frieden sprechen, wenn es Kinder gibt, die geheilt werden könnten, aber aufgrund von fehlenden Ressourcen in unseren Händen sterben. Dann funktioniert dieser Frieden nicht. Das funktioniert nicht. Um also von Frieden zu sprechen, müssen wir auch über soziale Entwicklung sprechen, Wirtschaftsentwicklung, über Solidarität zwischen den Völkern. Und in diesen schwierigen Jahren der Pandemie haben wir viel gelernt und haben verstanden, was Solidarität bedeutet. Und ich hoffe, niemand wird das vergessen, wie wichtig diese Solidarität ist, um voranzukommen, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen, eine Kraft zu entwickeln, mit der wir die Realitäten verändern können. Diskutiert, analysiert, sucht nach Lösungen. Mein Papa sagte immer, man muss das sagen, was man denkt und ohne Angst, ganz egal, wer es sagt. Jeder hat das Recht, etwas zu diskutieren, wenn man etwas nicht versteht. Aber man muss versuchen, Lösungen zu suchen. Wenn man einfach nur diskutiert um der Diskussion willen, dann passiert gar nichts, dann kommen wir nicht voran. Aber eine Situation zu diskutieren, um dann eine Lösung zu finden, dadurch kommen wir voran. Dadurch wachsen wir. Und deshalb empfehle ich euch, wirklich, wenn ihr diese Lösungen suchen könnt, wenn ihr es schafft, die Einheit, die Kraft, die Übereinstimmung unter euch zu stärken, dann können wir voranschreiten, zweifelsohne zu einer besseren und gerechteren Welt für alle. Wir müssen weiter kämpfen, Genossinnen und Genossen, bis zum Sieg.